Visite im Poliozentrum des katholischen Klinikums Koblenz-Montabaur. Hier am Brüderhaus in Koblenz gibt es die bundesweit einzige Polioklinik, geleitet von Chefarzt Dr. Axel Rütz. Also als erstes kann man sagen, dass alle Patienten, die zu uns kommen, zunächst mal in der ambulanten Sprechstunde vorstationär, wenn sie sich nicht über Informationen von außen direkt zu uns von ihren Hausärzten oder Fachärzten einweisen lassen, zunächst mal untersucht werden, ob sie überhaupt eine Kinderlähmung, eine Poliomyelitis mit paralytischem, also mit Lähmungsverlauf gehabt haben. Zunächst einmal gilt es festzustellen, ob der Patient tatsächlich an einem Post-Polio-Syndrom leidet. Eine Frage, die oftmals nicht oder nicht ausreichend beantwortet werden kann, bevor die Patienten sich von den Experten am katholischen Klinikum untersuchen lassen. Viele Polio-Patienten suchen den Weg zu uns aus dem Grund, weil sie sagen, bei ihnen zu Hause der Hausarzt oder der Orthopäde sagt zu ihnen, ich kenne mich mit Polio nicht aus. Das ist natürlich für die Patienten auch ein Problem, macht natürlich zusätzlich Ängste, weil sie keine Vertrauensbasis haben und suchen deshalb bei uns eigentlich Hilfe. Und ich denke, sie kennen uns schon über viele Informationen, über Poliotage und so weiter, über Mundpropaganda, über die Polioverbände und suchen uns dann auch gezielt auf. Das Post-Polio-Syndrom ist eine Folgeerscheinung der sogenannten Kinderlähmung oder Polioerkrankung, einer Infektionskrankheit im Kindesalter. Bei Patienten, die zum Teil gar nicht mehr an eine solche Erkrankung denken, kommen Jahrzehnte später die Symptome wieder zurück und mit ihnen die Angst und die Verunsicherung. Was tun? Sich schonen oder gegen die Lähmungen ankämpfen durch verstärktes Training? Der zweite Weg ist nicht der richtige. Da wissen wir eben, das funktioniert nicht. Das geht eigentlich nach hinten los. Diese Patienten erzählen ihnen nach einer gewissen Zeit des Trainings, hat es zwar eine leichte Verbesserung gegeben, aber dann habe ich gemerkt, dass ich mich doch deutlich verschlechtert habe. Und das ist ja auch die Erfahrung, die wir ihnen mitteilen, dass wir versuchen, ihnen auch in unseren Tests zu vermitteln, dass diese Patienten wissen, wo ist eigentlich meine Schwelle für das Alltägliche? Bis wohin darf ich mich eigentlich belasten? Und wo wird es einfach schädigend für die übergebliebenen Motoneurone? Die Belastung für erkrankte Patienten spielt auch bei allen Untersuchungen im Poliozentrum eine große Rolle. Viele Tests an einem Tag sind nicht möglich, was den Krankenhausaufenthalt verlängert. Die Patienten brauchen nach Belastung eine sehr lange Erholungsphase. Würde man verschiedene Belastungstests an einem Tag nacheinander führen, wäre der zweite Test schon nicht mehr aussagekräftig, weil der Patient keine genügende Erholung nach dem ersten Test hatte. Um also einen Verlauf wirklich beurteilen zu können, muss man gewährleisten, dass der Patient in einem ausgeruhten Zustand in den entsprechenden Belastungstest reingeht. Nur dann sind die Ergebnisse auch mit späteren Tests vergleichbar. Damit alle Aspekte dieser komplexen Krankheit bedacht werden können, arbeiten am KKM die unterschiedlichsten Fachrichtungen eng zusammen. Gerade deshalb, weil Polio-Patienten viele Probleme haben, eben nicht nur Polio-Folgen. Und die große Schwierigkeit darin besteht, zu differenzieren, sind das jetzt Folgen von Polio oder Folgen von anderen Erkrankungen. Wie gesagt, viele Patienten teilen mit, dass sie zu Hause keine entsprechende Hilfe finden, dass es nicht eingeordnet werden kann, ob diese Beschwerden, die sie haben, jetzt Folge einer Polio sind beispielsweise oder Folge einer anderen Erkrankung. Und da haben wir halt hier den ganz großen Vorteil in dem Haus, dass wir interdisziplinär zusammenarbeiten können mit den Neurologen, mit den Wirbelsäulenchirurgen beispielsweise, mit Pulmonologen oder auch mit HNO-Ärzten zum Beispiel bei entsprechenden Schluckstörungen, die sich als Poliofolgen auch später durch auch häufiger wiederfinden. Unstrittig ist, dass es beim Post-Polio-Syndrom noch große Wissenslücken gibt, bei Patienten wie auch bei Medizinern. Das Poliozentrum in Koblenz ist bundesweiter Vorreiter und arbeitet eng mit dem Bundesverband Polio zusammen. Im Jahr 2000 haben wir das hier in Koblenz erfunden, dass es diese Poliotage gibt. Eine, denke ich, einmalige, damals revolutionäre Verbindung einer Veranstaltung, in denen Ärzte, Betroffene, Familienmitglieder und Therapeuten eingeladen werden. Und das ist eine Informationsveranstaltung, die ja immer noch ungebrochen von einer hohen Anzahl von Patienten jedes Jahr interessiert wahrgenommen wird. Und insofern ist die Selbsthilfe, denke ich, auch für die weitere Entwicklung der Information, aber auch vielleicht für die Forschung und für die Fragen, wie kann ich eben politisch versuchen, die Folgen der Polio noch auf der Bühne zu halten und zu beeinflussen. Wie kann ich das schaffen? Das geht nur mit der Polio-Selbsthilfe, mit dem Engagement der Betroffenen und der Familien und der Politik.
Weitere Informationen unter polioselbsthilfe.de und unter polioinitiative-europa.de. Dieses Video wurde mit Unterstützung des Rotary-Clubs Cochem Zell erstellt.